liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Und der letzte König hatte vielleicht den schönsten Beinamen von allen, Wilhelm der Zärtliche. Und ich bin gespannt, welchen Beinamen hier Gottfried bekommen wird. Immerhin muss er mit einer Taube anbandeln, kann ein Kreuzzug beginnen oder, was mich besonders interessiert, den Senator entlarven. Graham Schandmaul kommt. Noch nicht ein einziges Mal wollte er mit uns spielen. Ich fürchte, er weiß, dass wir ihn schlagen werden. Ich glaube, wir sollten das Königreich im Westen angreifen. Auf nette, schicke Weise. Du spinnst ja wohl. Hör auf damit. Wir brauchen Geld, um das jährliche Frühlingsfest zu veranstalten. Dieses Jahr wird es wundervoll. Na los, das machen wir. Meine junge Frau behauptet, ihr Sohn sei von euch. Sollen wir das Problem beseitigen? Henry von Sherwood, wollen wir so anfangen? Nein, bitte nicht beseitigen. Schnell wird klar, dass der Sohn euch erhalten bleiben wird. Mal gucken, ob der wieder gegen uns kämpfen will. Ein heiteres Grüppchen eurer betrunkenen Soldaten hat ein Kloster geplündert. Wir wollen Gerechtigkeit. Nein. Wir stehen auf der Seite unserer Soldaten. Der Feind greift unsere Botschaften an. Wir müssen sie beschützen, wenn der Krieg irgendwann enden soll. Ja, das tun wir. Wuff. Rex ist schon wieder am Start. Er läuft um die Burg, bringt uns zum Thronsaal. Nein, 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 nein. Er möchte spielen. Komm. Wir wollen das jetzt mal durchziehen. Nochmal, 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 Rex. Ich möchte hier... Da muss doch mal was passieren. Hä? Ich glaube, es ist ein ganz großes Spiel. Wer hat die meiste Geduld? Rex, ich habe die Geduld. Du hast keine Chance. Ich halte länger durch, Rex. Zumal ich nicht älter werde, wenn wir das spielen. Das ist insofern ein Jungbrunnen. Wir können... Was? Rex bringt einen geheimnisvollen Brief zurück. Darin steht, was ihr auch hört, der Senator ist nicht euer Feind. Gezeichnet P. P. Wer ist P? Der Senator ist nicht unser Feind. Wer ist P. Puck vielleicht? Aber was hat der dazu zu sagen? Gott, jetzt wird's ja richtig spannend hier. Wir sollten Wallfahrten zum Grab des heiligen Amand einführen. Na los, wenn ihr meint, machen wir das. Oh, das Geld ist knapp. Majestät, unsere Handelsbeziehungen zum Osten verschlechtern sich rapide. Dort ist man viel reicher als hier. Welche Optionen haben wir? Wie wäre es mit einem Kreuzzug? Das klingt gut, aber ich befürchte, wir können uns den nicht leisten. Aber wir versuchen es trotzdem. Jawohl. Kreuzritter. Und das Geld... wir müssen uns beeilen. Die Bevölkerung ist sauer. Lamaskische Geheimnisse. Sollen wir Lamaskus niederbrennen und die gesamte Bevölkerung töten? Nee, das wäre ein bisschen zu radikal. Sagt nichts. Ich sehe... Nein, komm, nicht schon wieder damit. Ein Adliger in verhüllter Gestalt. Der Senator! Mach weiter! Ja, komm! Wieso hat er ihn gesehen und nichts erzählt? Die Ernte war fantastisch. Gebt dem Volk zu essen. Auf jeden Fall. Der Doktor betreibt gottlose Experimente. Das muss enden. Ich weiß darüber Bescheid. Wir sollten das Königreich... Es wird stärker. Findet das Volk das gut, wenn wir es nicht machen? Ja, sehr gut. Mein König, offenbar ist die Hygiene in eurer Armee sehr schlecht. Dafür sollten wir mehr Geld aufwenden. Kann es sein, dass die Zeit nicht... Doch, die Zeit geht. Mehr Geld für die Hygiene? Okay, sehr gut. In den Minen sind wir auf... Sollen wir tief vergraben? Nein, bitte nicht. All unsere Katapulte wurden sabotiert. Findet die Verräter. Die Wallfahrt zum Grab zieht Tausende an. Dürfen wir daraus Kapital schlagen? Ja, ausnahmsweise. Ich möchte ein paar Läden für Tränke. Mach mal. Ein Gesandter des Sultans möchte euch in Lamaskus treffen. Ja, okay. Dieser Kreuzzug muss aufhören, nehmt unsere Schätze, aber zieht eure Ehre ab. Ihr erreicht hier nichts, Prinzessin Maisha. Ja, los, komm. Wir sind der Friedliche, wir haben den Kreuzzug beendet. Großartig, aber... Prinzessin Maisha gibt euch den Schlüssel zur Schatzkammer von Lamaskus, sieht euch an und flüstert, erstickt daran. Und ich glaube, jetzt passiert irgendwas. Ja, alles klar. Das Volk rebelliert gegen die letzten Reste der Kirche. Ihr müsst fliehen. Was? Wieso? Wilhelm, was sagt ihr? Ach, die heidnische Meute ermordet euch bei eurem Fluchtversuch.
Nun gut, aber das waren sehr ereignisreiche Jahre. Es ist übrigens gleichzeitig hatten wir auch Geld ohne Ende. Also auch daran wären wir gestorben. Und wir haben interessante Informationen bekommen, was den Senator betrifft. Sind die vertrauenswürdig? Werden wir... Das ist ja jetzt wirklich spannend. Was steckt dahinter? Nun gut, immerhin, Gottfried der Friedliche ist von uns gegangen. Er hat einen Kreuzzug begonnen und ihn auch wieder beendet und wurde dann von einer heidnischen Meute nicht in der Ferne, sondern zu Hause ermordet. Wer hätte das gedacht? Der nächste ist ein William. Und hier kommt wieder was Neues. Seht weg. Ja, das ist doch die einfachste Übung. Mal schauen, ob ihm das gelingen wird. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Euer Steinballen.
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm. Und ich kreise Jahrtausende lang, und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Rainer Maria Rilke, 1899.